beide nicht, dass du mit einer brennenden Kerze einschläfst, nicht? Schon gut, du hast mich erwischt. Habe ich jetzt Hausarrest? Bist du aufgeregt wegen dem Wettbewerb? Ein bisschen. Wann geben sie dir Bescheid? Ach, erst in 2 Tagen. Die haben den Gewinner noch nicht mal bestimmt. Gott, warum können die mir nicht einfach eine Mail schreiben? Irgendwas wie... Liebe Hanna, deine Fotos sind der letzte Dreck. Trotzdem netter Versuch. Entspann dich. Du machst das schon. Ich glaube an dich. Und Martin glaubt auch an dich. Martin glaubt einen Scheiß. Hey, er will auch nur das Beste für dich. Und mich. Er will doch nur, dass wir eine glückliche Familie sind. Tja, wahrscheinlich freut er sich wirklich, wenn ich das Stipendium bekomme. Wenn ich ausziehe, ist er mich wenigstens los. Das ist doch nicht wahr. Er will genauso wenig wie ich, dass du gehst. Weißt du, es ist jetzt schon fast ein Jahr und wir sind so glücklich, Mama, ich hab's verstanden. Ich möchte dich wirklich gern bei mir behalten. Aber wenn das dein Traum ist und du bist wirklich verdammt gut darin, dann werde ich dir sicher nicht im Wege stehen. Ich liebe dich, Mäuschen, ja. Ausmachst und dann nicht schlafen gehst, dann wirst du morgen früh noch deinen Bus verpassen. So lange wach. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wecker gar nicht geklingelt hat. Du hättest auch 1-2 Mal rufen können. Treib's nicht so weit, Mäuschen. Wenn du bald auf dich allein gestellt bist, dann wird dich morgens auch niemand rufen, nur weil du zu müde bist, um deinen Wecker zu hören. Hm? Selbst ich habe ihn gehört. Ja, Mama, ich hab's ja verstanden. Also der Bus ist jetzt wahrscheinlich schon weg. Tja. Setz dich schon mal rein. Ich komme gleich nachher. Ja? Danke. Oh Mann, wir haben keine Schrauben mehr. Wenn wir jetzt keine neuen holen, dann schaffe ich es nicht, den Schuppen zu reparieren, bevor deine Eltern zu Besuch kommen. Naja, ich wollte eigentlich gerade Hanna zur Schule fahren. Ich könnte vielleicht gleich danach welche einkaufen, ja? Ja, aber die Schule ist in die andere Richtung. Wenn du jetzt erst zur Schule fährst, sind es 20 Minuten hin und zurück plus 30 Minuten zum Baumarkt. Und da ist der Berufsverkehr nicht mit eingerechnet. Mäuschen, meinst du, es wäre vielleicht möglich, wenn zum Beispiel Felix dich abholt? Ja, er fährt doch jeden Tag mit dem Auto zur Schule. Ne? Na klar, ich frag ihn mal. Ja, super, dann ist ja alles bestens. Ich mache mich mal dann auf den Weg. Bis später. Und du hab einen schönen Tag. Morgen bekomme ich Bescheid. Bescheid über was? Ob ich das Stipendium bekomme. Morgen wird der Gewinner bekannt gegeben. Ach so, ja, ja. Ich glaube, dass ich ganz gute Chancen habe. Deine Mutter, ich und du, wir gehen heute Abend ins Theater. Ja, 6:30, also bitte sei pünktlich. Okay. Ich gehe dann mal los. Okay. Viel Spaß beim Fotos machen. Hey. Hey, nehmen wir jetzt schon wieder Mädchen vom Straßenverkehr. Hey Leon, halt die Schnauze. Hey Hanna, hast du mein letztes Bild auf Instagram gesehen? Ich schwöre dir, er steht auf mich.
Wer steht auf dich? Herr Sander natürlich. Ich sehe doch, wie er mich die ganze Zeit anguckt. Aber du verstehst dich ja auch ganz gut mit ihm. Sag es ja nicht. Kathi, du bist erst 19. Na und? Man sagt doch alters bloß eine Zahl. Was verschafft mir eigentlich die Ehre, dich heute zur Schule zu fahren? Ich hab verschlafen. Ich bin mega aufgeregt wegen dem Wettbewerb. Ich bin quasi ein seelisches Wrack. Hast du deine Tage oder was? Oh, Digga, fahr mal einen Gang runter. Ja, und Hanna, mach dir darüber mal morgen Gedanken, wenn du gewonnen hast. Oh Gott, wenn ich gewinne, dann muss ich eine Rede halten. Weißt du noch, damals in der 8. Gott, das war so peinlich. Es war so langweilig, dass noch nicht mal die Lehrer mir zugehört haben. Ja, aber nicht so langweilig wie Kathis Instagram-Stories. Ich denke immer noch das Fahrzeug. Ey, pass auf, hier sind wichtige Sachen drin. Ja, deine Ballett-Outfits. Das hier ist von unserem Trip nach Dänemark. Und den Hund habe ich getroffen, als ich in den Alpen wandern war. Ja, aber wann zeigst du mir endlich das Gewinnerfoto? Ich bin Künstlerin. Ich bin kreativ, ästhetisch und voller Geheimnisse. Aber findest du es auch ästhetisch, all deine Fotos auf unechten Polaroids auszudrucken? Felix. Ich wollte es bloß gesagt haben. Und hier habe ich mal ein neues Objektiv ausprobiert. Seht ihr den Typen da drüben? Der steht locker total auf dich. Was? Naja, ich spiele sicher nicht in seiner Liga. Und was denkst du, fotografiert er sonst, wenn er die Kamera auf dich hält? Der fotografiert mich. Wow, Hanna. Das ist wahres Talent. Danke. Da kann ich mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, das Beste auszuwählen. Naja, bei so viel... Herr Sander, wenn Schüler Probleme mit ihren Projekten haben, gibt es da jemanden, an den sie sich wenden können? Naja, Katrin, Sie können natürlich immer zu mir oder einem der anderen Kunstlehrer für eine zweite Meinung kommen. Allerdings finde ich es noch am besten, wenn die Schüler sich untereinander helfen. Hanna zum Beispiel scheint ziemlich hart an ihren Projekten zu arbeiten. Und das mag oder mag nicht damit im Zusammenhang stehen, dass sie nicht konsequent an ihrem Mobiltelefon hängt. Okay. Danke, Herr Sander. Habt ihr das gerade gehört? Ich glaub's ja wohl nicht. Hey, was machst du heute Abend? Ich muss mit Mama und Martin ins Theater. Um 7. So was Politisches mit anschließender Diskussionsrunde. Aber lass uns bald mal wieder zusammen Fotos machen. Ja, unbedingt. Was machst du nächste Woche? Muss ich mal nachschauen. Wo ist denn mein Handy? Was? Hast du es in der Klasse liegen lassen? Bin mir nicht sicher. Hey. Hey. Schönes Bild. Danke. Ich bin übrigens Pete. Hanna. Hey, hättest du vielleicht mal Lust auf eine Session mit mir? Um Fotos zu machen, natürlich. Ja, klar. Ja, das können wir machen. Cool. Soll ich dir vielleicht sonst meine Nummer geben oder so? Ja, klar, ja. Ach, ich habe gestern mein Handy verloren. Oh. Okay,
Naja, dann bis dann. Ey, was hab ich dir gesagt? Ja, Mann. Felix. Ey, du bist die beste Fotografin im gesamten Laden hier. Das kann dir jetzt keiner mehr nehmen. Felix. Ein Stipendium, Hannah. Noch ein paar Wochen, dann bist du sicher schon berühmt. Und das dann ist nicht mein Foto. Was soll das heißen? Das ist nicht dein Foto. Das ist nicht das Foto, das ich eingereicht habe. Aber das ist doch ganz offensichtlich ein Bild von dir. Hey, wo willst du hin? Hey, Hannah, rede mit mir. Das ist nicht das richtige Foto. Irgendwas muss schiefgelaufen sein. Ich muss mit Herrn Sander sprechen. Entschuldigung? Du hast gerade ein Stipendium gewonnen? Nein, hab ich nicht. Das Foto ist Monate alt. Ich hab's nie irgendwem gezeigt und ich hab's auch nicht für den Wettbewerb eingereicht. Ja, okay, das ist komisch. Aber lass uns jetzt mal keine vorherigen Entscheidungen treffen. Du hast locker einfach das falsche Bild als Anhang versendet. Ich hab das bestimmt tausendmal gecheckt. Ich versuch bloß zu helfen, okay? Komm, zeig mal her. Okay. Hier, das ist die Mail, die ich geschrieben habe. Das habe ich nicht geschrieben. Sehr geehrter Herr Sander, kann ich dieses Bild statt des alten einreichen? Ich hoffe, Sie sind einverstanden. Mit freundlichen Grüßen, Hannah. Sag mal, dein Laptop hat doch ein Passwort, oder? Ja, klar. Eigentlich hattest du ihn heute auch die ganze Zeit dabei. Ja. Aber das ist egal, die ganzen Fotos sind ja in der Cloud. Da kannst du quasi von überall drauf zugreifen. Ja gut, da muss ja jemand deinen Cloud gehackt haben, anschließend sich Zugriff zu deinem Laptop verschafft haben oder übers E-Mail-Postfach. Scheiße, Felix, mein Handy, das ist doch seit gestern weg. Jemand muss es geklaut haben. Ja. Fuck, da sind alle meine wichtigen Sachen drauf. Scheiße! Aber wer war in deiner Nähe, dass er es hätte klauen können? Ich war gestern den ganzen Tag nur mit dir und Kathi unterwegs. Und am Abend war ich noch im Theater. Aber da war mein Handy schon weg. Ja gut, Kathi war jetzt nicht sonderlich begeistert davon, dass Herr Sander all deine Bilder so hat. Nee, Kathi war es nicht. Ich kenne sie schon länger als dich. Ja, aber wer dann? Gestern Morgen bei dir im Auto. Da war doch auch noch Leon mit dabei. Leon? Ja. Meinst du echt, dass Leon der Typ ist, der dein Handy klaut, sich Zugriff zu deinen Daten verschafft, um dich anschließend zu blacken? Ich weiß es nicht, Felix! Ich kann Linus fragen. Er ist ein Kumpel von mir. Er kennt sich mit so IT-Zeug aus. Vielleicht kann er ja helfen. Klingt es gut für dich? Scheiße. Was ist jetzt los? Meine Rede. Ich habe komplett meine Rede vergessen. Mann, du gehst da einfach hoch, erzählst dann ein bisschen was und gehst wieder runter. Nein, wenn ich das Stipendium akzeptiere, dann akzeptiere ich auch, dass jemand in meinem Namen Mails verschickt. Mann! Da klaut jemand meine scheiß Identität! Mann, Hannah! Hey, Hannah, jetzt warte mal. Hannah! Mann, Hannah, ich rede mit Linus! Wenn das wirklich Leon war, dann werden wir auch Beweise gegen ihn finden. Hannah, alles wird gut. Aber was ist, wenn es immer weitergeht? Wer da ist. Du weißt ja nicht, wie stolz ich auf dich bin, Mas. Danke, Mama. Ich hoffe, du hast eine angemessene Rede vorbereitet. Hm? Klar. Oh, schau mal, das ist ja Kathi. Du verdammte Schlampe! Was? Ach, halt doch die Klappe.
was du zu Lisa über mich geschrieben hast. Aber das habe ich nicht geschrieben, Kathi. Ich hab alles hier, was du mit all deinen scheiß Freundinnen über mich gelabert hast. Kathi. Hast du mein Handy geklaut? Hab ich was? Dein Ernst? Zuerst bin ich die dumme kleine Hure und jetzt klaue ich auch noch Handys, oder was? Wären mir die Nachrichten nicht geschickt worden, hätte ich wahrscheinlich nie davon erfahren. Also dankeschön. Tschüss. Kathi, wer hat dir das geschickt? Anna, was denn bei euch los? Geh mich mal frisch machen. Ja, natürlich. Hey. Leon. Das ist das Mädchenklo. Ich weiß. Was machst du hier? Das gefällt mir. Was soll das? Dein scheiß Ernst? Findest du das lustig? Was ist dein Problem, Leon? Du schreibst mir, lass uns ficken, trittst mir dann in die Eier. Was ist das für ein Scheißspiel? Echt jetzt? Oh, ist alles gut bei dir? Nichts ist gut. Es wird immer schlimmer. Pass auf, ich habe gerade mit Linus geschrieben. Er hat jetzt deine Handynummer und die Modellnummer deines Handys. Morgen haben wir Beweise gegen Leon. Leon ist es nicht. Wie ist es nicht, Leon? Vielleicht ja später. Hey, weißt du, was du sagen willst? Nun noch ein paar Worte unserer Gewinnerin Hannah. Danke. Danke an euch alle. Ich bin wirklich mehr als dankbar, würdig eines Stipendiums an einer der besten Kunsthochschulen dieses Landes erachtet zu werden. Ich möchte mich bei meinen Freunden bedanken, meinen Lehrern an dieser Schule und meiner Familie, die immer an mich geglaubt haben und mich über meine Grenzen hinausgehen ließen, um das zu erreichen, wofür ich nun hier stehe. Allerdings muss ich sagen, dass ich nie damit gerechnet hätte, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, jetzt hier zu stehen und es doch geschafft zu haben. Ich danke euch. Ich danke euch allen. Und danke auch an die Jury. Ja, vielen Dank. Nicht mal du konntest dir die Rede anhören, ohne darüber zu twittern. Hey, ich bin's, Linus. Ich glaube, Felix hat dir schon von mir erzählt. Ja, er hat gesagt, dass du mir vielleicht mit meinem Handy helfen kannst. Genau, ich sollte mich bei dir melden, wenn ich etwas habe. Und? Ja, das ist nicht ganz so einfach, ohne ein vorinstalliertes Rootkit direkt auf dem Handy zu haben. Ich habe versucht, es zu tracken, aber das wollte auch nicht so wirklich funktionieren. Es gibt die Möglichkeit, über dasselbe Netzwerk auf das Handy zuzugreifen, mit dem der Hacker den Sperrcode geknackt hat. Und hast du es geschafft? Na, das ist es ja. Ich habe die verschiedensten Netzwerke und Programme durchprobiert, aber keins hat funktioniert. Ja, aber was soll das heißen? Ich denke, die logischste Erklärung dafür ist, dass dein Handy gar nicht erst gehackt wurde. Irgendjemand hat es einfach entsperrt.
Anna! Felix steht vor der Tür, er fragt, ob er hochkommen darf. Gibt es irgendwen, der deinen Code kennt? Oder zumindest dich gut genug, um ihn zu erraten? Danke, Linus. Was ist denn nun? Erwartet! Nicht jetzt. Okay. Darf ich reinkommen? Ich dachte, Felix und du, ihr seid Freunde. Hey, was ist denn los in letzter Zeit? Erst die Sache mit Kathi, jetzt mit Felix. Keiner will mehr irgendwas mit mir zu tun haben. Ich habe noch nicht mal irgendwas gemacht. Aber seit mein Handy weg ist... Alles wird gut. Hm? Ich will nur noch weg von mir. Ich will raus aus dieser Stadt. Ich will auf die Kunsthochschule. Ich halte sie nicht mehr aus. Weißt du, als ich noch beim Bund war, da haben wir gelernt, zusammenzuhalten. Als Team bist du immer stärker als allein. Und deine Mutter, die hatte auch keine leichte Schulzeit. Aber sieh sie dir an. Jetzt ist sie so glücklich. Jetzt. Mit Familie. Glaubst du, sie kommt auch ohne mich klar? War das wirklich notwendig? Nur um dir klarzumachen, dass du nirgends hingehen wirst? Dein Stipendium ist schon längst abgesagt. Hätte alles viel einfacher sein können, Hannah.